Tag auch und seid mir herzlich begrüßt zu einem neuen Laber-Video. Ich hatte jetzt spontan mal Bock, mich auf den Balkon zu setzen und ein bisschen zu quatschen. Und deswegen machen wir das Ganze jetzt mal. Was gibt es Neues? Eigentlich nicht so viel. Ich wollte zwei, drei Sachen ansprechen und da dachte ich mir, mache ich da einfach mal ein kurzes Video zu. Was heißt ansprechen? Ich wollte einfach ein Video machen. Aber ich wollte auch was ansprechen. Und zwar, oder auch einfach so ein bisschen, was mich so die letzte Zeit bewegt hat. Und zwar, ich habe euch ja eine Umfrage geschrieben in der Community, also im Community-Tab bei YouTube, ob ihr ein Problem damit hättet, wenn ich auch so, ich habe ja schon mal erzählt, ich habe schon überlegt, ob ich einen Gaming-Kanal machen will, weil halt Videospiele mein größtes Hobby eigentlich so sind, neben dem Reviews machen. Und ob ich einen YouTube-Kanal aufmache und aber dann war immer so, von wegen, ich habe gar nicht die Zeit dafür, da viel Content zu machen, jeden Tag was oder vielleicht auch manchmal eine Woche lang nichts. Und habe ich mir überlegt, ob es sich überhaupt lohnt, dafür einen Kanal zu machen. De facto tut es nicht. Und ich habe aber wirklich Bock gehabt, ich habe jetzt dann einfach mal so aus Final Fantasy, einfach nur mal zum Probelauf 3, ich spiele aktuell das Final Fantasy 7 Remake, vielleicht kennen das einige von euch oder sagt euch das was, Final Fantasy 7, hey, wer kennt das, Daumen hoch. Großartiges Spiel, absolut Kindheit für mich. Ich weiß jetzt noch, wo ich dieses Spiel zum ersten Mal in der Videothek, wo ich es ausgeliehen habe, gesehen habe. Ich habe das dann 3-4 Mal ausgeliehen, bis ich es mir irgendwann gekauft habe. Und dann hat ein Kollege von mir das mal abgezogen und tat dann so, als ob er das nicht war. Und dann war es kein Kollege mehr. Und das habe ich dann irgendwann wiederbekommen, aber zerkratzt. Und es war auch, ist bitter. Na jedenfalls, darum geht es nicht. Ich habe das Remake gespielt, beziehungsweise eigentlich habe ich es auch schon durch. Ich habe es nämlich schon länger. 42 Stunden hat es übrigens gedauert mit eigentlich allem, was man nebenbei machen kann, bis auf jetzt, also für den ersten Durchlauf. Ach, ich will auch gar nicht so viel über das Videospiel reden, wir sind nicht auf dem Gaming-Kanal. Ich würde sagen, ich habe aber auch eine Umfrage gestartet, ob es euch stören würde, wobei es mir egal sein könnte, aber ich will halt nicht, dass irgendwelche, also ich überlege halt die Videos, ich habe die Umfrage noch gar nicht angeguckt, ob es euch stören würde, wenn ich einfach ab und zu so ein Videospiel-Video, ne, oder irgendwas, was ich ja gemacht habe, einfach auf meinem Foodlove poste. Ich würde extra eine Playliste machen und es würde auch keine normalen Reviews ersetzen. Also abends um 19 Uhr gibt es ja nicht auf einmal Gaming, sondern es gibt immer Food, 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 keine Panik. Und auch so zwischendurch mittags dann einfach nochmal eine kleine Review, so wie jetzt gestern zum Beispiel das Kinderjoy oder vorgestern, je nachdem, wann ich das Video hier hochlade. Diese Mittagsvideos zu Food, die kommen auch weiter, aber eben auch ab und zu einfach mal was zu Gaming. Es wird dann eine eigene Playliste sein. Einfach so, ja, weil ich dann einfach nicht auf noch einen Kanal drauf gehen muss und dann habe ich auch gleich schon einfach so eine kleine Community von euch, weil manche von euch interessiert es vielleicht und die gucken es einfach so, weil ich da, weil sie, ich will jetzt nicht sagen, weil sie nur wegen mir gucken, aber vielleicht interessiert sie trotzdem, was ich da bei dem Videospiel mache und dann kann man halt einfach reinschauen. Wenn man es nicht will, dann muss man das ja nicht, ne? Es ist ja optional. Es ist natürlich nicht ganz so optimal, einen YouTube-Kanal zu betreiben mit zwei grundsätzlich verschiedenen Themen, aber machen wir uns nichts vor, mein Food-Kanal wird wahrscheinlich sowieso nie die Millionen erreichen. Oder übertrieben gesagt, so da 100.000 oder sowas, dass ich mir jetzt wirklich so das wirklich so ernsthaft betreiben müsste, wo es dann auch um Geld gehen würde, weil wenn man irgendwie 30.000, 40.000 Follower hat, dann verdient es wirklich auch Geld mit einem YouTube-Kanal. Ja, dass das dann, also weißt du, da müsste man vielleicht, oder wisst ihr, da müsste man vielleicht eher ein bisschen Rücksicht drauf nehmen, dass der Kanal vom Content her zusammenpasst. Deswegen weiß ich nicht. Ihr könnt mir das hier auch nochmal in die Kommentare schreiben. Ich gucke mir die Umfrage nochmal an. Ich meine, am Ende muss ich selbst wissen. Ich finde halt einen eigenen YouTube-Kanal dafür besser. Aber ja, keine Ahnung. Keine Follower da, kein Mensch sieht die Videos, ist halt auch dann irgendwie auch doof. Und wie gesagt, hauptsächlich gar nicht die Zeit dafür, so viel Content zu machen. Das ist das eine. Also schreibt mir da gerne mal, was ihr davon haltet. Mir ist aber auch klar, dass die meisten von euch da einfach kein Interesse dran haben. Ihr guckt ja wegen den Food-Reviews, von daher ist das ja auch alles okay. Aber trotzdem könnt ihr mir ja eure Meinung mal schreiben. Dann, kleiner Hinweis für die Leute von euch, das habe ich jetzt neulich erfahren, vielleicht nützt es einem. Ich muss zum Beispiel noch BAföG zurückzahlen. Ich habe ja damals studiert und muss jetzt BAföG-Schulden zurückzahlen. Ab dem 1.4., also wenn unter euch Leute sind, die BAföG zurückzahlen, ab dem 1.4.2020 gibt es eine neue Regelung, dass wenn man alles auf einmal zurückzahlt, dass man mehr Rabatt bekommen könnte. Informiert euch mal, BAföG online, da könnt ihr einen Antrag stellen und dann könnt ihr was sparen. Also ich spare tatsächlich jetzt, wenn ich alles auf einmal zurückzahle, was noch übrig ist, knapp 16%. Das ist natürlich eine Menge und von daher werde ich das wohl machen. Und nur so für euch, da solltet ihr euch wirklich dringend mal informieren. Das kann einige 100 oder auch 1000 Euro bedeuten. Da müsst ihr auf jeden Fall mal schauen. Dann
Das habe ich erwähnt. Dann eine kleine Käseempfehlung für zwischendurch. Tiroler Adler. Ich habe neulich in einem Food-Vlog, ja auch über diesen Gruyère-Käse gesprochen und darüber, dass ich ein bisschen enttäuscht war über diesen Kaltbacher. Der war dann am Ende übrigens doch sehr lecker noch. Aber ein noch geilerer Käse ist der Tiroler Adler. Auch so eine Art Hartkäse aus Österreich. Und er ist super. Den müsst ihr unbedingt mal ausprobieren. Richtig schön würzig, voll. Geht auch in die Richtung Gruyère und so weiter. Ist ein ganz toller Käse. Tiroler Adler habe ich diese Woche bei Rewe gekauft. Da war der für 1,99 für 100 Gramm im Angebot. Das wollte ich ansprechen. Dann, was habe ich noch? Was habe ich mir noch aufgeschrieben? Achso, die letzten Videos, genau, die Ermann-Protein-Videos und Ermann-Protein-Eis, krass, was da abgeht. Ey, ihr habt sicherlich viel zugeschaut, aber auch viele Leute sind so von außerhalb draufgegangen. Wow! Danke für den riesen Support an euch auch und auch, es freut mich echt riesig, dass dieses Video so abgeht und auch die Dr. Oetker Protein-Pudding explodieren gerade. Nicht ganz so krass wie das Eis, aber die laufen richtig gut. Finde ich geil. Da sieht man wieder, dass maßgeblich ein Produkt, also das, was man vorstellt, maßgeblich wichtig ist dafür, wie erfolgreich ein Video wird. Es geht nicht nur darum, ob die Leute mich gut finden oder die Art gut finden, wie ich es mache. Das spielt natürlich auch eine Rolle. Wenn ich es jetzt scheiße machen würde, dann würden die Leute das Video nicht gucken, würden es disliken und Entschuldigung, vielleicht auch nicht teilen oder sowas. Deswegen, das spielt natürlich schon eine Rolle, aber das Produkt selbst, das ist erstmal das Startbild und die Leute wollen sehen, das sind, wow, was ein neues Eis von Ermann, da müssen wir drauf gehen. Und ja, also das spielt auf jeden Fall schon eine Rolle. Jetzt gerade beobachtet mich mein Nachbar von da vorne und guckt mir dabei zu, aber gut, dann ist das eben so. Bei dem Wetter wollen sie alle auf dem Balkon sitzen. Das ist das. Ja, also wirklich krass, was da abgeht. Und das Baileys Eis hingegen ist jetzt wieder so völlig normal, wobei das auch der Shit ist. Es ist auch der Shit. Ja, aber es ist. Es googeln nicht so viele Leute. Das ist unter anderem das Problem wahrscheinlich auch. Und ich weiß nicht, Fitness ist mehr im Trend als Eis. Versteht ihr, was ich meine? Das ist traurig, dass es so ist. Denn Eis ist leckerer als Fitness. Aber gerade aktuell ist vielleicht auch noch mehr, dass Leute auf gesundes Bewusstsein achten oder auf sich selbst acht geben wollen wegen Corona oder auch zu Hause sitzen und keinen Sport machen können, wovon nicht die Welt untergeht. Aber ja, ich meine, das Video wäre auch vor einem Jahr so gut gelaufen. Ne? Aber ich sage, gerade so aktuell geht das mit diesem Bewusstsein, glaube ich, nochmal ganz stark nach oben. Wundert euch übrigens nicht, ihr seht das hier wahrscheinlich, ich habe das Mikro, ich habe hier gerade keinen Ständer. Also für das Mikrofon. Und deswegen halte ich das jetzt hier, weil da hinten bin ich vielleicht zu leise. Und hier, ja, geht es dann irgendwie besser. Anne schreibt so fertig. Ja, dann werde ich gleich mal fragen. Ich habe übrigens gerade eine vegane Bolognese gekocht. Von Dava. Da gab es mal so ein Fertigpack irgendwie im Netto-Marken-Discount. Da brauchte man dann nur Wasser drauf machen, ein bisschen quellen, heißes Wasser quellen lassen, dann eine Pfanne, Tomaten drauf und tschüss. Schmeckt eigentlich ganz gut. Habe ich auch schon mal selber gemacht. Gibt es ein schönes Rezept für vegetarische Bolognese auf Chefkoch. Sehr coole Seite übrigens. Irgendwann haben sie ziemlich viel Werbung gemacht, aber sie müssen ja auch irgendwo Geld verdienen. Von daher finde ich das schon in Ordnung. Das Gewinnspiel nochmal, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt. Es läuft ein Gewinnspiel, wo auch eure Beteiligung echt krass ist. Also da muss ich auch sagen, euch ist hoffentlich klar, dass ich nicht auf jeden Kommentar was schreiben kann. Das mache ich bei den Gewinnspielen nie. Es sind einfach viel zu viele. Da kommt man nicht hinterher die ersten Tage. Es sind schon irgendwie 120, 130 Kommentare. Da werde ich einfach nicht drauf antworten. Tut mir leid, ich werde sie durchlesen, aber ich werde nicht drauf antworten. Wer mit mir reden will, da kann man eine E-Mail schreiben oder in den normalen Videos was kommentieren. Und da geht es ja auch ums Gewinnspiel, ne? Deswegen, also, ne? Das geht ja auch, wenn ihr da was kommentiert, geht es ja auch gar nicht unbedingt darum, dass ihr mir was sagen wollt, sondern die Teilnahmebedingung war ja mitzumachen und so weiter. Also schaut da gerne auch nochmal rein. Ja, das ist es fast sogar schon. Es ist eigentlich nur so ein kleines Video. Hauptsächlich wollte ich euch den Tipp mit diesem BAföG geben, weil wie geil ist es eigentlich, wenn jetzt irgendeiner von euch wirklich BAföG zurückzahlen muss und sich gerade einen Ast abfreut oder die nächsten Tage, wenn er den Bescheid bekommt, dass er hunderte Euro sparen kann. Klar, man muss erstmal eine Menge Geld in die Hand nehmen, aber da muss man dann überlegen, ob man sich das irgendwo leihen kann oder theoretisch sogar sich einen günstigeren Kredit nimmt. Ich weiß nicht, ob man dann spart, wahrscheinlich nicht beim Kredit, aber ob man sich von Verwandten dann irgendwie ein paar tausend Euro leiht und denen dann einfach 200, 300 Euro als Danke gibt oder sowas und dafür dann irgendwie 1000 Euro spart beim Zurückzahlen. Also es wäre schon cool, deswegen hoffe ich, dass das irgendeinem von euch nützen. Viele wissen es vielleicht auch, aber es gab ja auch so einen Brief
Und ist auch egal, ich habe es jetzt einfach erzählt. Ja, ich habe gerade übrigens dann auch noch die Nesquik Banana Crunch Review. Die wird es heute im Video geben. Also für mich heute, für euch gestern wahrscheinlich. Weil heute Mittag werde ich das Video hier nicht mehr hochgeladen. Wobei, vielleicht mache ich es auch gleich noch hoch. Heute. Mal schauen. Ne, ich glaube erst Donnerstag. Und ja, das soll es gewesen sein. Ich habe wirklich gar nicht so viel mehr zu erzählen. Es war einfach mal eine kleine Meldung von mir. Ich hoffe, euch geht es nach wie vor gut. Ihr seid alle bisher verschont geblieben vom Coronavirus. Ich isoliere mich fleißig hier in meiner Wohnung, gehe dann nur raus, um mal für mich einkaufen zu gehen. Halte jedes Mal die Luft an, wenn Leute mir zu dicht an mir vorbeigehen. Mache einen weiten Bogen um alte Leute, um diese zu schützen. Desinfiziere deinen Einkaufswagen, bevor ich ihn anfasse, weil in jedem Laden machen die es nicht. Und selbst da, wo sie es machen, machen die das nicht gründlich. Kauft euch solche kleinen. Es gibt bei Müller, da liegen die überall rum. Ich wundere, dass so kleine Desinfektionstücher aufreißen. Und da kann man immer frisch so ein Ding mal sauber machen. Ich meine, schlimmer ist, wenn man angehustet wird, aber trotzdem, die Dinger werden ja auch nicht umsonst desinfiziert. Wenn es einer in die Hand hustet, drauf fasst, dann macht ihr diesen hier, dann ist das schon nicht ganz so geil. Ja, und genau. Ach so, ich wollte euch jetzt hier noch kurz mal. Ach, ich glaube, ich kann so die Kamera jetzt drehen. Ne? Die haben nämlich ein Update aufs S10 gebracht, dass man die Kamera während der Videoaufnahme drehen kann. Und jetzt gucken wir das mal kurz, ob das geht. Ja, tatsächlich, jetzt habt ihr die andere Kamera drauf und ich wollte euch hier gerade mal meine Kirschblüten zeigen, die hier blühen auf meinem Balkon. Dem Kirschbaum geht es leider nicht ganz so gut. Er ist ein bisschen, ja, dünn, wie ihr seht. Ich habe leider vernachlässigt, den all die Jahre zu schneiden und jetzt sieht er ein bisschen traurig aus. Vielleicht kriege ich ihn irgendwie noch mal hin. Aber Kirschen bekommt er jedes Jahr ein paar. Es werden zwar immer weniger, aber es sieht doch wirklich hübsch aus. Und wer hat schon einen fucking Kirschbaum auf dem Balkon? Hier haben wir eine. Das ist irgend dieses Ding, das war mal riesig groß. Das ging mal bis hier drunter. Das war mal riesig groß. Ich glaube, das ist eine. Wie heißt das denn? Ich wusste den Baum, den Namen mal, ich habe es vergessen. Denn irgendwann ist er leider vertrocknet, weil ich ihn im Winter nicht gegossen habe. Jetzt kommt er aber wieder und ich lasse ihn jetzt wieder wachsen. Das ist ein schönes Ding, sieht ganz nice aus. Und hier haben wir einen Apfelbaum. Der blüht leider noch nicht, hier kommt nichts raus. Den habe ich aus dem Aldi gekauft. Aldi hat übrigens geile Pflanzen. Aber da kommt irgendwie noch nichts. Ich hoffe, da kommt noch was. Hier muss ich noch ein paar Pötte einkaufen. Ich wollte am Wochenende mal nach Hornbach und mir. Hier übrigens meine Rose. Wollte mal nach Hornbach und mir, ja, die Vogelbäckerei. Guckt sie euch doch bitte mal an, wie absolut toll sie aussieht. Ich kann sogar zoomen jetzt mit der Kamera. Cool. Oder ich kann Weitwinkel machen. Cool. 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 Ja, und die versauen dann hier auch gut meinen Boden immer. Ich habe den zwar vorhin augt. Ja, das soll es gewesen sein. Ich sage, bis zum nächsten Mal. Schreibt mir gerne, wie es euch gerade so geht. Und macht's gut. Bis bald. Ciao.